Hallo und herzlich willkommen. Schon wieder nicht im Wald. Was ist denn los diese Woche? Ist ja furchtbar. Ich bin euch noch schuldig die Hintergrundgeschichte zu den Opinel-Messern bzw. die historischen Details und Abhandlungen dazu. Wen es interessiert, praktischen Nutzen wird das nicht haben. Oh, Hut hängt schief. Aber just to know, vielleicht ja für den einen oder anderen interessant. Ja. Die Opinel-Geschichte könnt ihr nachvollziehen auf der Opinelstory.com. Vermute ich mal, dass die Seite so heißt, keine Ahnung. Einfach mal bei Google eingeben, Opinelstory. Die ist von Opinel selber geschrieben, besagte Geschichte. Ich denke mal trotzdem, dass sie da nicht großartig gemogelt haben werden. Was ihr jetzt bei mir bekommt, ist im Prinzip die deutsche Version mit Kommentaren meinerseits. Ich habe ja schon irgendwo anders behauptet, auf Deutsch und auf Ben. Also ich glaube ungefähr, das trifft es ganz gut. Und damit legen wir los. Der erste Opinel, der was mit Klingen im weitesten Sinne eigentlich nur was mit Metall zu tun hatte, das war der Herr Victor Amédée Opinel, Amédée. Ich schreibe euch jetzt sämtliche französischen Namen, die ich nicht korrekt aussprechen kann, hier unten hin, dann könnt ihr sie zumindest korrekt lesen. Der war Hausierer und das heißt, er ist von Haus zu Haus gezogen, was damals durchaus üblich war, dass so ein Hausierer häufiger mal vorbeikam und hat so Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs verhökert. Also nur wirklich kleine Dinge, weil er musste das ja selber durch die Gegend tragen. So ein Hausierer war in der Regel zu Fuß unterwegs, hatte teilweise noch ein kleines Wägelchen unter Umständen, aber meistens waren sie dann doch eher zu Fuß. Und hatten dann einen schönen großen Rucksack, wo sie dann alle möglichen Krempel drin hatten, den sie halt verhökert haben. So typische Dinge, die verkauft haben, waren Knöpfe, Schnürsenkel, Hosenträger, Nägel, kleines Werkzeug, Artikelchen, gab schon Schrauben, ich weiß nicht, ob schon Schrauben gab, Fischerdübel gab es jedenfalls noch nicht. Also wirklich so Dinge des täglichen Bedarfs und vielleicht auch ein bisschen Süßigkeiten, die man dann eventuell den Kindern schenken konnte. Das sind so die typischen Dinge, die ein Hausierer verhökert hat. Sicherlich auch Messer, also so kleine leichte Arbeitsmesser. Ein vernünftiges Klappmesser, ein typisches Klappmesser gab es damals eigentlich noch nicht, das da in nennenswerter Menge irgendwie verkauft worden wäre. Daher hatte er das nicht im Angebot. Jedenfalls auf seinen Touren als Hausierer hat der gute Mann dann irgendwann wohl irgendwo aufgeschnappt, wie man den Nägel herstellt. Sprich, er hat so ein bisschen schmieden gelernt und hat dann beschlossen, dass er wohl besser davon leben kann, vor allen Dingen nicht mehr dauernd rumreisen muss, wenn er sich eine kleine Schmiede baut und dann Nägel herstellt. Und das hat er dann getan in einem Ort namens Gévaudan oder so ähnlich. Ich schreibe es euch hier wieder da unten hin. Das liegt quasi so am äußersten Eck von Frankreich an der schweizerischen und italienischen Grenze, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in den Alpen. Also ja, natürlich nicht oben auf dem Berg, aber schon durchaus in einer Region, die geologisch zu den Alpen zu zählen ist. Und da hat er sich eben niedergelassen und angefangen, Nägel zu schmieden und konnte davon wohl ganz gut leben. Man hat damals immer noch sehr viele Nägel gebraucht und die wurden zumindest in der Region, in der wir uns jetzt befinden, nämlich am Arsch der Welt eigentlich, wurden die noch ganz normal per Hand tatsächlich mit dem Hammer zurechtgeklopft. Daher war das noch die gute alte Zeit sozusagen. Und das ist wichtig, weil die na, später kommenden Opinels hatten mit der guten alten Zeit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich vollste Verehrung für diese Messer und auch für die ganze Familie und so weiter und so fort. Aber es ist so eine typische Erfolgsstory, die in die Industrie mit der Industrialisierung. Aber und die Industrialisierung finde ich ja per se eigentlich nicht gut. Natürlich kann man A nichts dagegen tun und B hat die natürlich auch gute Dinge bewirkt, aber naja. Gut, der hatte dann einen Sohn. Der Sohn hieß Viktor. Nee, halt, Quatsch. Viktor ist ja der Vater und der Sohn, der hieß erfreulicherweise einfach nur Daniel Opinel. Reimt sich, glaube ich, sogar. Und ich glaube, Daniel ist sogar halbwegs korrekt ausgesprochen. Der hat eigentlich im Prinzip eine normale Jugend durchlaufen und hat dann seinem Vater in der Schmiede dann irgendwann geholfen, als er entsprechend alt genug war. Hat diese Schmiede dann auch geerbt.
Hatte wahrscheinlich ein gewisses ererbtes Talent zum Umgang eben mit Klingen und wurde dann nicht nur Nagelschmied, sondern ein weithin bekannter Edge-Tool-Maker, also ein Klingenwerkzeughersteller. Ich weiß nicht, wie man das in Deutschland dann genannt hat, das habe ich auch bisher nicht herausgefunden, ob das jetzt eine spezielle Berufsbezeichnung gewesen ist. Schmied wäre im Zweifel, denke ich, angemessen, und zwar eben nicht Hufschmied, sondern Werkzeugschmied. Vermutlich wird das ungefähr so geheißen haben. Der hat aber irgendwie primär wirklich nur Zeug mit Klinge hergestellt, also Sensen, Hippen. Hippen ist im Prinzip so eine Art Machete. Die europäische Version der Machete, die eine gerade Klinge hat und oben vorne noch so ein Zacken nach vorn. Das war so zur ja, Bearbeitung von etwas härteren Materialien, sprich Holz, irgendwelche Sträucher, die man halt entfernen wollen, und recht universell eingesetztes Werkzeug. Und außerdem so kleine Handsicheln, also diese runden Dinger dann, diese halbmondförmigen, mit denen man dann einfach das Getreide händisch abgeschnitten hat beim, ja, Mähen oder für diverse andere Dinge, wo man halt eben Pflanzen hat abschneiden wollen unten. Muss ich, glaube ich, jetzt nicht so detailliert drauf eingehen. Da hat sich dann nicht viel getan. Bis zum Jahre 1872 ging das halt eben so weiter, von Vater auf Sohn die Schmiede vererbt und fröhlich solche Standardwerkzeuge hergestellt. Die Leute kamen von weit her, um die Dinger zu kaufen, und es ging der Familie wirtschaftlich gesehen eigentlich durchaus sehr ordentlich. So, 1872 wurde dann Joseph Opinel als ältester Sohn von Daniel Opinel oder Joseph, keine Ahnung, wie man den Französisch ausspricht, nennen wir ihn einfach mal Joseph. Der wurde da geboren und hatte noch 5 Geschwister. Das ist von daher ganz interessant, weil scheinbar gab es halt dann doch irgendwelche Probleme in der Familie. An wirtschaftlicher Not kann es nicht gelegen haben, aber es war halt einfach noch eine andere Zeit. Denn seine erste Schwester starb im Alter von 5 Jahren, und ein Bruder ist dann auch mit 20 Jahren nochmal verstorben. Also im Prinzip hatte er dann nur noch 3 Geschwister. Und gut, die anderen 3 sind, soweit wir wissen, dann einigermaßen alt geworden. Also ganz normales Alter erreicht und dann auch natürliche Todesursache. Der 20-Jährige, ich habe extra nochmal nachgeguckt, nein, der ist nicht im Ersten Weltkrieg verstorben. Ja, 1890, das ist wohl ein historisches Datum für die Opinels gewesen. Da wurde der Josef nämlich 18 und hat da erst angefangen, in der Familienwerkstatt zu werkeln. Daran kann man auch wieder sehen, dass es denen wirtschaftlich wohl eigentlich ganz gut gegangen ist. Sonst hätte der nicht erst mit 18 anfangen müssen, in der heimischen Familienwerkstatt zu werkeln. Er hat also auch eine entsprechend gute Ausbildung genossen. Und hatte wohl auch die Gelegenheit, sich seinen persönlichen Interessen und Hobbys zu widmen. Ja, der Josef war trotz seiner Tätigkeit in der Familienschmiede, wenn man so möchte, wahnsinnig begeistert, also interessiert auch an Technologie, technophil könnte man sagen. Da gab es ja damals jetzt noch keine iPhones und ähnliches, sondern das Hightechigste, was er quasi gefunden hat, was für ihn machbar war, war die Kamera. Die gab es damals ja auch noch nicht so lange. Das war noch das Modell mit dem hinten Platte reinstecken, dann sich dieses lustige Tuch über den Kopf ziehen, und diese Leute, die irgendwie auf dem Bild sein wollen, stehen erstens auf dem Kopf bei der Aufnahme, und zweitens müssen sie ungefähr 5, 6, 7, 8 Sekunden oder was absolut stillstehen und sich ja nicht bewegen, bis das denn der Fotografiervorgang abgeschlossen ist. So eine Kamera wird das gewesen sein, denn sowas hat er sich selber gebaut. Daran kann man schon erkennen, dass der wirklich ein enormes Talent auch besessen hat zum Umgang und zum Herstellen solcher hochtechnologisierten Maschinen, wenn man so möchte. Da war er wohl wirklich richtig, richtig talentiert und ist damit auch zum dem Fotograf in der ganzen Umgebung geworden, hat da auf Hochzeiten vor allen Dingen entsprechend die Fotos gemacht und sich damit dann noch ein nettes Zubrot zu seiner Tätigkeit in der Familienschmiede verdient. Ja, scheinbar hat ihn aber die Arbeit in der heimischen
Firma nicht ganz ausgelastet und auch mit seiner Fotografiererei war er wohl immer noch nicht ausgelastet. Und irgendwie hat er die Idee entwickelt, beziehungsweise den Traum, mit Hilfe der Technologie, die er ja so mag, mit Hilfe der Maschinen, die ja jetzt erst erfunden worden sind, ein familientypisches Klingenwerkzeug herzustellen, das dann halt eben durch diese Maschinen in Massenproduktion gehen kann, und sehr kostengünstig hergestellt werden kann, was er dann auch überall verkaufen kann. Das war wohl schon damals so sein Plan, in Anführungszeichen. Und da hat er dann halt seine komplette Freizeit quasi damit verbracht, daran rumzutüfteln, was das denn für ein Gerät sein könnte, das diese Voraussetzungen erfüllt, und ist dann halt irgendwann drauf gekommen, ja, warum denn nicht ein einfaches kleines Klappmesser, ein schönes scharfes, einfache Bauweise. Deshalb eben ja auch maschinell einigermaßen gut herzustellen. Insbesondere die Klinge lässt sich ja ausstanzen, anschleifen, fertig. Man braucht also eine Ausstanzmaschine für gewelltes Blech. Also schon natürlich Stahl. Und muss dann nur noch an der Schleifmaschine da entsprechend eine Klinge ranschleifen. Und dann ist eine Opinel-Klinge im Prinzip ja schon fertig. Mit entsprechend maschineller Unterstützung geht das ja wirklich relativ rucki-zucki. Und Ideen für Maschinen, die das können, hatte der halt eben damals schon, der Josef Opinel da. Und ja, irgendwann war dann das erste Opinel fertig, das er dann natürlich noch in Handarbeit hergestellt hat, quasi als Prototyp und als Muster. Und das hat sich auch sofort verkauft. Die waren beliebt, weil es gab zu dieser Zeit eben noch keine anderen nennenswerten Alltagsklappmesser zum einfach in der Hosentasche mit sich rumschleppen, wenn man mal irgendwann was schneiden möchte. Kann man jederzeit das Ding dabei haben, sehr leicht zu transportieren. Die waren unglaublich beliebt. Schon in der frühen Phase, als er so noch gar nicht maschinell, sondern noch per Hand gefertigt hat, und die hat das auch schon gut verkaufen können. Eben aus diesen Verkäufen hat er dann auch einen entsprechenden Gewinn erzielt, der es ihm ermöglicht hat, sich dann, heute würde man sagen, selbstständig zu machen. Josefs Vater Daniel, oder Daniel nennen wir ihn jetzt einfach mal spaßeshalber, fand übrigens diese ganze Technologie überhaupt nicht gut. Das hat ihm eher Angst gemacht, und da war er definitiv gegen die Technologisierung. Was man ja als so ein traditioneller Handwerker, der sein Leben lang wirklich aus reiner Handarbeit Werkzeuge gebaut hat, kann man das schon irgendwo nachvollziehen, dass dem das nicht ganz geheuer gewesen sein kann. Und das gab wohl auch wirklich ordentlich Streit und Knatsch in der Familie, dass der Sohn eben auch sein eigenes Kapital wahrscheinlich nur verwendet haben kann, um seine Opinel-Messerproduktion dann da zu starten. 1897 war das Opinel dann fertig. Wichtig ist aber auf jeden Fall noch zu sagen, dass es schon damals das Opinel in 12 Größen gegeben hat. Deshalb haben wir, ups, falsches Messer. Deshalb haben wir ja jetzt auch die Dinger immer noch durchnummeriert, vom kleinsten noch kaufbaren, ich glaube Nummer 2 bis Nummer 12. Nummer 11 gibt es nicht mehr, weil Nummer 11 irgendwann keiner haben wollte. Da, wenn man ein großes Opinel haben will, dann nimmt man gleich Nummer 12. Und wenn man eins haben will, das für die entsprechende Handbreite gedacht ist, dann hat man ja die Wahl zwischen Nummer 7 bis Nummer 10 im weitesten Sinne. Und Nummer 6, 5, 4, 3 und 2 sind heute jetzt wirklich nur so als Abstufung des kleinen Handtaschenmessers unter Umständen eben auch wirklich als Handtaschenmesser tatsächlich konzipiert für die Frau, die mal einen Apfel schälen möchte oder sonst was. Das ist natürlich dann auch die Edelstahlvariante, die nicht rostet. Das Messer der Wahl. So war das damals jedenfalls auch schon gedacht, und es gab ja ursprünglich sogar noch das Opinel Nummer 1, das heutzutage nicht mehr hergestellt wird. Das war noch mal winziger als das Opinel Nummer 2, das man heute bekommen kann, das eigentlich als Schlüsselanhänger gedacht ist. Das Opinel Nummer 1 war als Anhänger für die Taschenuhr konzipiert und hatte dafür auch schon einen kleinen Ring, mit dem man das Ding eben eine Taschenuhr fast machen konnte. Vielleicht gibt es Opinel Nummer 1 jetzt auch deswegen nicht mehr, weil es keine Taschenuhren mehr gibt, beziehungsweise die nur noch sehr, 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 sehr selten irgendwo anzutreffen sind. Wäre ja durchaus möglich. Habe auch nichts dazu gefunden, was jetzt diese Theorie meiner Person bestätigt. Aber wie gesagt, Opinel 2 bis 10 und Numero 12 gibt es immer noch. Also 10 Modelle der ursprünglichen 12 sind noch vorhanden.
Ja, und da wir gerade bei den Opinel-Modellen sind, beziehungsweise bei der Modellgeschichte, es gibt auch noch das nahezu schon legendäre Opinel Numero 13. Das hat dann nicht etwa 13 cm Klingenlänge, sondern, ich muss ablesen, 22 cm, und kommt mit Griff dann auf eine Gesamtlänge von 50 cm. Ist also ein reiner Werbegag in Anführungszeichen und aus Jubiläumsgründen erfunden worden, und zwar in den 70ern. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann genau. So ein Teil hätte ich wirklich wahnsinnig gerne zum ins Regal stellen. Ein Gebrauchswert hat das natürlich nicht mehr. Das ist viel zu instabil, weil auch da die Klinge ja nur mit diesem ganz, ganz kleinen Bereich in den Griff reinragt. Das wäre viel zu instabil, wenn man da dann so eine Klinge dranhängen hätte. Oder noch einen ewig langen Griff. Das wird einem ja durchbrechen bei nennenswerter schwere Arbeit damit durchführen. Bestenfalls wäre das höchstens noch als Filetiermesser für irgendwelchen Fisch zu gebrauchen. Und ein Opinel-Filetiermesser gibt es ja inzwischen auch, ein richtiges mit einer entsprechenden, speziell dafür geeigneten Klinge. Und das ist, glaube ich, aber auch nicht ganz so lang. Gut, aber das war die Versionsgeschichte. Der nächste wesentliche Schritt in der Opinel-Herstellung war dann 1901, und das habe ich ja auch schon vorweggenommen. Da hat er sich dann nämlich selbstständig gemacht, verließ die heimische Werkstatt und gründete seine eigene. Ja, seine entsprechende Fabrik, für die er dann auch gleich ein paar Leute einstellte, hat er nicht weit weg vom Elternhaus im gleichen Ort gegründet. Und das Interessante ist jetzt, dass er da alles eingesetzt hat, was an Technologie quasi verfügbar war damals. Was es noch nicht gab, hat er sogar selber erfunden, darunter mindestens die Maschinen zur Herstellung des Griffes. Also ich weiß nicht, ob das eine Drechselmaschine gewesen ist oder wie das genau funktioniert hat, wie diese Griffe damals hergestellt wurden. Das habe ich leider nirgendwo erfahren. Wäre mal ein Thema für die Sendung mit der Maus. Aber auf jeden Fall, sie wurden maschinell hergestellt, und die Maschine dazu hat der Josef Opinel selber erfunden. Und das Lustige ist, er war auch der erste im ganzen Ort, der elektrischen Strom hatte mit seiner entsprechenden Fabrik. Nebendran hat er sich dann auch noch ein Wohnhaus gebaut, hat dann auch geheiratet und hat auch sein Wohnhaus mit elektrischem Strom versorgt. Lustig ist, der Strom kam aus einer Wasserkraftturbine, die er auch selber erfunden in Anführungszeichen hat. Also er hat sie selber gebaut, den Bauplan wird er irgendwo her gehabt haben, vermute ich mal. Und war dann eben auch der Erste, der elektrische Laternen in seiner Einfahrt aufgestellt hat, um anzugeben, vermutlich. Dazu gibt es dann die schöne Anekdote, dass da wohl mal eine ältere Dame dann vorbeigelaufen ist und sich gewundert hat und ihn gefragt hat, wie er denn das Öl in die Lampen nach oben bekommt durch die Ölleitungen, die ja in diesen Lampen ganz offensichtlich drin sein müssen, weil anders als mit Öl kann so eine Lampe ja nicht funktionieren. Ganz nette Anekdote, wie ich finde. Ja, die Opinel-Produktion lief dann entsprechend an. Und die Dinger wurden zunehmend beliebter und der Josef immer wohlhabender, hat sich wirklich super toll verkauft, diese Teile. Und er hat auch nichts anderes produziert. Also wirklich bloß diese Opinel-Messer. Nichts sonst. Keine anderen Werkzeuge mehr. Die hat ja sein Vater vermutlich weiterhin in der heimischen Werkstatt auch noch hergestellt. Gehe ich mal schwer von aus. Tja, und obwohl ich behauptet habe, dass es in der Entwicklung des Opinels nur eine technische Neuerung, nämlich diesen Ring hier gab, gab es doch noch eine zweite, nämlich erst 1909 wurde diese Prägung, die hier auf jedem, da ist er, auf jedem Opinel zu finden ist, mit der gekrönten Hand eingeführt. Ob er vorher schon seinen Namen draufgeschrieben hat und das Herstellungsland, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall dieses berühmte, wenn man Opinel-Freund ist, berühmte Symbol dieser segnenden Hand, über der eben eine Krone schwebt, das ist schon von 1909 und ziemlich alt, kam folgendermaßen zustande. Nämlich die Krone war quasi das Emblem des Königs, was ein gewisser Charles IX. Eingeführt hatte, um quasi anzuzeigen, also jeder Handwerksmeister musste diese Krone auf seine Werkstücke draufklatschen, um damit zu zeigen, dass das quasi staatlich geprüft ist. War es deswegen noch lange trotzdem nicht, aber scheinbar war das dem König irgendwie wichtig, so zu tun, als ob er die Werkstücke seiner Handwerksmeister persönlich überprüft hätte.
kann man, glaube ich, so interpretieren. Und diese olle Hand da drauf, das ist die segnende Hand, die wohl irgendwie so einen Segen verteilt. Das hat man wohl so gemacht. Von Saint Jean Baptiste. Das muss irgend so ein lokaler Heiliger gewesen sein von dem Ort, wo die Opinels herkommen. Tja, ich vermute mal, dass man später das Logo ein kleines bisschen geändert haben wird, da immer mehr Witze aufkamen, dass dieses Handsymbol vielleicht auch was anderes darstellen könnte und dann auch noch direkt in diese Krone hineindeutet. Es gibt jedenfalls eine Gruppe von Leuten, die das ein bisschen missverstanden haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich will das jetzt nicht expliziter ausführen, sonst muss ich ein FSK 18 vor das Video setzen. Es ist keine Pistole gemeint. So, 1950 ging es dann weiter mit dem nächsten innovativen Dingens in der Opinel-Historie. Nämlich sind sie nach Cambury umgezogen. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich das korrekt ausspreche. Wie gesagt, sämtliche Namen schreibe ich euch hier nochmal drunter. Und da haben sie dann eine richtige Fabrik gebaut und nicht nur einen besseren Schuppen in Anführungszeichen. Um es kurz zu machen, besagte Fabrik brannte dann ab und wurde wieder aufgebaut. Und dann war sie halt eben noch moderner. Grundsätzlich gilt jeweils in der Geschichte der Opinel-Messer, dass immer das Modernste, was gerade verfügbar war an Technologie, auch entsprechend verwendet wurde. Gilt allerdings heute natürlich nicht mehr, da die Bauweise von den Dingern ja immer dieselbe geblieben ist. Und inzwischen ist das, was man an Technologie braucht, um Opinel-Messer herzustellen, eigentlich nur noch als primitiv zu bezeichnen. Ja, und die jüngere Geschichte in Anführungszeichen, die kürze ich jetzt auch mal zusammen. Da ist jetzt nichts mehr so Spannendes passiert. Für mich war jetzt einfach wichtig, wo dieses Messer herkommt und wie es entstanden ist. Und ja, die haben dann halt einfach, die komplette Familie hat dann immer die ganze Zeit Opinel-Messer produziert und die Firma ist auch immer innerhalb der Familie weiter vererbt worden, beziehungsweise wenn der entsprechende Opinel-Chef alt geworden ist, hat das an seinen nicht unbedingt ältesten Sohn, aber ich glaube doch, es waren immer die ältesten Söhne übergeben und der hat übernommen, bis der dann wieder zu alt geworden ist und dann hat der nächste Opinel übernommen. Also das Ganze ist, glaube ich, heutzutage immer noch. Ich weiß nicht, wie die genaue Wirtschaftsform in Frankreich dann heißt, aber es ist auf jeden Fall immer noch irgendwo ein Familienbetrieb. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine AG sind oder sowas. Aber ja, das ist halt eben, wie die Wirtschaftsform in Frankreich heißt, habe ich eben, wie gesagt, keinen Plan. Die sind noch mehrfach umgezogen, haben sich noch größere Fabriken gebaut und hocken jetzt auch ganz woanders, als sie früher gehockt sind. Und also eben nicht mehr am völligen Arsch der Welt, sondern schon noch ein bisschen zentraler gelegen. Man muss ja in Frankreich ohnehin nach Möglichkeit immer in Paris oder bei Paris wohnen, sonst hat man grundsätzliche Nachteile, Zentralstaat eben. Aber eine Sache wäre noch anzumerken, nämlich 1955 ist dann erst dieses Viroblock-System, also dieses Klingefixierungsringchen, erfunden worden. Ja, die Neuerung am Viroblock-System, da hat es da nämlich auch eine gegeben, kann man sehen, wenn man sich zum Beispiel jetzt hier mal ein ganz kleines anguckt. Das ist nämlich ein ziemlich neues, das ist, glaube ich, so die aktuellste Form, die man von den Dingern kaufen kann. Wenn ihr euch also jetzt eins kauft, würdet ihr auch so eins bekommen. Da steht auf dem Ring nicht mehr Viroblock-System drauf, sondern Made in France. Ich glaube, man kann es hoffentlich lesen. Wenn nicht, müsst ihr es mir einfach glauben. Zweite Neuerung, die sich dann bei den ganz aktuellen Messern im Vergleich zu den älteren ergeben hat, ist, dass dieser Schriftzug hier am Griff geändert wurde. Da steht jetzt nicht mehr drunter au Carbone, Carbone, wie auch immer man das wieder aussprechen mag, sondern da ist jetzt nur noch Opinel France und drunter eben so ein eingekästelten Kästchen Carbon zu lesen. Da fehlt allerdings jetzt natürlich die Hälfte, den Rest müsst ihr euch dazu denken, beziehungsweise kauft euch ein neues, dann könnt ihr es selber nachlesen. Und auch das
segnende Handsymbol hat sich im Laufe der Zeit ein wenig verändert. Das ist jetzt kleiner geworden und weniger auffällig. Es ist allerdings natürlich immer noch drauf, aus traditionellen Gründen. Ich vermute ja, dass sich die Opinels irgendwann mal darüber aufgeregt haben, dass ja, es fiese Witze über diese segnende, gekrönte Hand gibt und sie das deshalb verkleinert haben. Aber das ist reine Spekulation meinerseits. Auch auf großen Opinels ist die segnende Hand jetzt kleiner geworden. Also die ist nicht deswegen kleiner, weil das hier ein kleines Opinel ist, sondern das schaut schon bei allen Messern so aus. Nur die Größe ist natürlich unterschiedlich, weil die Klinge unterschiedlich ist. Und um es nochmal kurz zu erwähnen, auch wenn ich es im letzten Video schon gesagt habe, erst seit dem Jahr 2000 gibt es eben einen Viroblock-Ring, der auch das Arretieren des Messers im geschlossenen Zustand ermöglicht. Also das war die letzte Innovation, die tatsächlich einen technischen Mehrwert gebracht hat. Es gab also in der gesamten Geschichte dieser Messer genau zwei technische Änderungen am Messer. Erstens den Ring, zweitens, dass man den Ring im geschlossenen Zustand arretieren kann. Fertig. Die Opinel-Messer sind mit irgendeinem Preis, der einen ganz komplizierten Namen trägt, ausgestattet worden. Grob übersetzt, sie sind in die Liste der 999 Gegenstände mit dem besten Design aller Zeiten gewählt worden. Das muss man erstmal hinkriegen, da drin zu sein und das als Taschenmesser. Da sind sonst so alle möglichen anderen Dinge drin. Ich weiß nicht, ob auch ein iPhone drin gewesen ist, keine Ahnung. Aber ja, weltweit wohl gesehen, wohlgemerkt. Da ist dann wahrscheinlich auch, keine Ahnung, der Faustkeil drin, sollte man meinen. Ich muss mich nochmal, glaube ich, schlau machen drüber, was sonst noch so in dieser Liste drin ist. Das muss ich wirklich mal tun. Gut, machen wir es kurz. Opinel-Messer gibt es heute natürlich immer noch, werden immer noch ordentlich produziert und ich glaube, die können immer noch ganz gut von leben, weil dieses Ding inzwischen einfach legendär ist. Wenn jeder sich nur ein einziges Opinel kaufen würde, wäre es wahrscheinlich für die schwierig, aber ich bin nicht der einzige Opinel-Freund, der einen ganzen Batzen von den Dingern hat und ich habe irgendwo noch eins. Das ist relativ normal. Und viele wollen dann halt irgendwann auch nochmal welche mit einem farbigen Griff, welche mit einem schöneren Holzgriff und verschiedene andere Sonderwünsche und so weiter und so fort. Und ich glaube, davon lebt auch die Firma, dass sie das Ding in mittlerweile 17 verschiedenen Versionen anbietet, nochmal mehr als 17. Und ja, und sie machen ja auch noch ein paar andere Dinge. Opinel Filetiermesser und Opinel Säge gibt es auch. Und ich glaube, es gibt auch ein Opinel Pilzmesser. Wenn es das nicht mehr gibt, dann gab es das zumindest mal. Ja, im nächsten Teil dieser Opinel-Trilogie geht es dann so um einfache Modding-Maßnahmen. Also jetzt erwartet bitte nichts unglaublich Kompliziertes. Das soll wirklich so simpel sein, dass man das mit ganz einfachen Werkzeugen für ganz wenig Geld daheim machen kann und ohne Maschinen. Das ist mir vor allen Dingen wichtig. Und ja, so ein paar kleine Verbesserungen, die meiner Meinung nach eben das Handling noch etwas einfacher machen. Das im nächsten Teil. Diesen Teil war es das jetzt für heute und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist noch Vormittag. Macht's gut.